take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Wir kümmern uns heute um die Fotau-Steals, ja. Und zwar ist es heute schon der 9. Tokenspieler, den wir im Monat März uns freischalten. Ich habe euch ja versprochen, wie die letzten Monate auch schon zuvor, dass ich euch über jeden weiteren Tokenspieler, den es in dem Monat gibt, auf dem Laufenden halte. Und heute, wie gesagt, ist der 9. Tokenspieler am Start. Heißt, wir machen wieder ein kleines, feines Infovideo und heute steht eine SBC an. Ja, wir kümmern uns um die SBC. Fotau-Steals-Spieler, ihr seht es, hol dir einen Fotau-Steals-Spieler eintauschbar in den Fotau-Steals-SBCs im März. Die schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Und das Ganze läuft einen Tag und 21 Stunden noch. Also ihr habt gar nicht mal so lange Zeit. Und heute ist ja Tag 4 der Promo von Karneval. Und außerdem natürlich noch der Tag der Italiener. Vorhin gab es schon die Puzzle-SBC, da gibt es ein 50k-Set. Falls ihr das noch nicht, gar nicht gesehen habt, die SBC, checkt das auf jeden Fall gerne ab. Hatten wir vorhin hochgeladen, das ist die Gladiatoren-SBC. Da gibt es fast for free quasi ein 50k-Set. Könnt ihr auf jeden Fall, wie gesagt, gerne abchecken. Ja, und in diesem Video soll es um die Fotau-Steals-Spieler gehen. Also, ist der 9. Token-Spieler und das ist der gute Mann hier. Mihailovic oder Mihailovic. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist das der 9. Token-Spieler im Monat März. Und apropos März, wir gehen mal kurz zurück zu den Fotau-Steals. Das sind ja die Rewards. Da könnt ihr mir gerne wieder in die Kommentare schreiben. Hat sich eure Meinung geändert, auf welche Rewards ihr geht? Ist es immer noch identisch? Habt ihr schon ein paar Spiele abgegeben? Ich sage euch ja immer als Tipp, sammelt erstmal eure Tokenspieler und entscheidet am Ende, was ihr macht. Ich werde es auch erst am Ende alles entscheiden und jetzt erstmal mir die ganzen Spieler zusammensuchen. Das ist jetzt mein SBC-Account. Hier habe ich natürlich nicht alle Tokenspieler gemacht. Primär natürlich erlaubten Hauptaccount. Da werde ich aufs 100k-Set wahrscheinlich gehen. Leon Goretzka ist noch am Start. Sagt mir Bescheid, geht ihr auf Phil Foden? Diego Costa? Geht ihr nur auf Packs? Geht ihr auf Hulk und Suso? Alles Sachen, die mich interessieren, ab damit auf jeden Fall in die Kommentare. Und heute habe ich euch natürlich wieder eine Lösung vorbereitet. Die geht ohne Loyalität. Wenn ihr also Bock habt, könnt ihr das theoretisch 1:1 nachbauen. Aber ich zeige euch, wie man das Ganze auch noch günstiger theoretisch abschließen kann. Also, gehen wir rein in die SBC. Wie gesagt, ihr habt nur einen Tag und 21 Stunden verbleibend. Deshalb habe ich mich auch jetzt entschieden, hier so schnell wie möglich direkt nach dieser Puzzle-SBC die Fotau-Steals-Spieler-SBC hochzuladen. Denn Bonaventura, die SBC wollte ich natürlich auch noch hochladen. Die wird dann morgen früh kommen. Die läuft aber noch 6 Tage, deshalb wird die morgen früh wahrscheinlich, ich weiß noch nicht die Uhrzeit genau, aber auf jeden Fall so früh wie möglich natürlich morgen früh dann hochgeladen. Und Giacomo Bonaventura, dann kümmern wir uns um diese SBC. Ja, und aufgrund der zeitlichen Diskrepanz, halt ein Tag und 21 Stunden nur noch verbleibend, machen wir jetzt diese Fotau-Steals-Spieler-SBC. Sagt euren Freunden Bescheid, 9. Token-Spieler ist am Start, dass die auch Bescheid wissen und dass die den natürlich dann auch abschließen können. So, und wir gehen jetzt rein in die SBC. Bevor das Video natürlich wieder so richtig losgeht, zerstört gerne den Like-Button. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. 200 Likes gebe ich als Ziel raus. Und wenn ihr generell an den Fotau-Steals oder generell an SBCs in FIFA 19 interessiert seid, lasst auch gerne ein Abo da. Ich versuche euch hier immer weiterzuhelfen. Insofern, ja, wäre natürlich nice, wenn ihr ein Abo da lassen könntet. Ist for free und Support ist kein Mord. Ich habe es eben gesagt. Also, gehen wir rein. Schweiz brauchen wir mindestens 2 Spieler. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Wir brauchen Ligen mindestens 3, selten mindestens 8, Teamgesamtwertung mindestens eine 76. Wir brauchen eine Teamchemie von mindestens 80, wir haben eine 87 und Anzahl der Spieler im Team sind 11. So, und ihr seht meine beiden Schweizer, die sind Erstbesitzer. Woran liegt das? Wie ist mein Prinzip gewesen? Wie bin ich hier vorgegangen? Ganz einfach, ich habe mir Schweizer rausgesucht und da bin ich natürlich erstmal zu meinen Untauschbaren hingegangen. Ja, und das sind dann die beiden, die ich gefunden habe, ihren Rechtsverteidiger, Maqueiras, untauschbar, Erstbesitzer und dann Torhüter, der hier auf dem LM ist, Bronze häufig, Mazzino, ganz simpel, ganz einfach. Das Rating ist bei einer 76 und wir benutzen trotzdem Silber und Bronze Schweizer. Da natürlich direkt mein erster Tipp, geht nicht unbedingt hier auf die Goldspieler. Geht nicht unbedingt hier auf die Goldspieler, sie sind vielleicht unnötig zu teuer. Ihr seht es hier, die sind ein bisschen teurer auf dem Markt. Ihr müsst nicht auf die Goldschweizer gehen, verkauft die dann hier lieber. Ihr seht, ich habe einige sogar von denen am Start. Kann ich ganz entspannt verkaufen. Also mein erster Tipp, wenn ihr Schweizer benutzt, schaut, ob ihr Untersparer habt. Wenn nicht, schaut, dass ihr 2 benutzt und die anderen auf jeden Fall verkaufen. Ganz, 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 ganz wichtig. So, was habe ich dann gemacht? Ganz, ganz simpel, auch hier wieder, selten mindestens 8, liegen mindestens 3. Und ihr könnt es teilweise ja schon sehen, Premier League durch die Mitte durch, 2 Stürmer aus der Premier League, 2 ZMs aus der Premier League, 2 Innenverteidiger aus der Premier League, links auf der Seite Engländer aufgebaut, alle Grüne links zueinander, rechts auf der Seite Franzosen aufgebaut aus der Premier League, dann noch ein Torhüter reingestellt, der ist übrigens auch für mich untauschbar.
Ja, und auf der rechten Seite dann die Nation der Franzosen aufgegriffen und dann zwei Franzosen hingestellt. Hier ein RAV, der auf 8 Chemie kommt, Lala, und dann LM, Enkudu dürfte das sein. So sieht's aus. Als LM auf dem RM kommt auch 6 Einzelchemie und es reicht trotzdem aus, dass ihr theoretisch das 1:1 nachbauen könntet, wenn ihr denn wolltet. Aber wie gesagt, einfach gleiches Prinzip anwenden, dann passiert, ja, dann könnt ihr das Ganze noch billiger quasi abschließen. So, dann gehen wir nochmal kurz durch, falls ihr es wirklich 1:1 nachbauen wollt. Wir haben Goita, Erstbesitzer untauschbar, wir haben Lala, 700 Münzen hat er uns gekostet, Bolli, 800 Münzen, Dank, 600 Münzen nur. Dann haben wir, wie gesagt, den untauschbaren Schweizer am Start, Erstbesitzer tauschbar, dann Enkodu, 800 Münzen Sissoko, 800 Kork, dann wieder der untauschbare und dann Giroud als Erstbesitzer tauschbar und Gray für 800 Münzen. Also, diese SBC sollte euch definitiv nicht mehr als 10.000, wenn ihr gar nichts im Verein habt, kosten. Könnt ihr definitiv sogar noch ein bisschen billiger machen. Und das einzige teure in Anführungsstrichen könnten die Schweizer sein. Aber da gibt es so viele auf dem Markt. Die kriegt ihr auf jeden Fall für günstige Coins. Nehmt einfach, wenn ihr gar keine Schweizer habt, die günstigsten, die ihr auf dem Markt bekommen könnt. Wartet vielleicht sogar noch ein paar Stunden ab, bis sich das Ganze jetzt ein bisschen fallen lassen hat vom Preis her. Weil die SBC halt vorhin erst rausgekommen ist. Und dann ist die SBC, wie gesagt, auch schon fertig. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach. Das eine von vielen Möglichkeiten. Einfach gleich das Prinzip anwenden. Wie gesagt, ihr könnt auch in die Bundesliga gehen. Liga BVA, Serie A. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ihr seht, wie viele hier out of position sind, ja. Torhüter aus der Schweiz, als LM hier einfach mal hingestellt. Kommt auch 2-1 zur Chemie. Und es reicht halt trotzdem. Genau wie der Rechtsverteidiger als LV. Es reicht alles aus. Und das ist das Geile. Und so können wir ganz entspannt den neunten Mihailovic Tokenspieler abschließen. Ja, und besser geht's doch gar nicht. Also schicken wir das Ganze ab. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen helfen, euch vor allen Dingen daran erinnern, dass die SBC draußen ist und dass ihr auf jeden Fall keinen weiteren Tokenspieler verpasst. Ich habe es euch, wie gesagt, versprochen. Die letzten Monate habe ich es auch schon gemacht und ich halte euch über jeden Tokenspieler wirklich auf dem Laufenden. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Wenn ihr auf Foden zum Beispiel gehen wollt, hier verpasst ihr keinen weiteren Tokenspieler. Also haben wir den abgeschlossen. Schauen wir uns jetzt noch ganz entspannt den Walkout an. Und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, wie viel Coins ihr ausgegeben habt. Habt ihr vielleicht nur Erstbesitzer benutzt? Denn wie gesagt, man will für solche SBCs natürlich auch nicht viele Coins hinlegen. Und hier natürlich dann die Schweizer aufgrund der Nation des Tokenspielers gehen natürlich die Schweizer hoch. Man kann auch Coins und Profit wieder mitnehmen, wenn man Verkäufe erledigt. Und ja, wie gesagt, dann ist das der weitere Tokenspieler. Ich zeige euch jetzt noch kurz am Ende in der Übersicht, wie das Ganze aussieht für den Monat März. Welche Tokenspieler wir bis jetzt haben und welche vielleicht noch zu bekommen sind. Also wir gehen mal kurz zurück hier und zu den Teams und da haben wir den Swap Squad und dann gehen wir rein und schauen uns das mal im Detail an. Also wir haben Donnelly, das war ein Tokenspieler for free. Safreda war eine SBC, da habe ich in die Kommentare auch mehrere Fragen bekommen. Die SBC ist nicht mehr verfügbar, die könnt ihr nicht mehr machen. Den, wenn ihr den verpasst habt, den könnt ihr nicht holen. Das gibt es nicht mehr. Dann haben wir Balzila, Posipal und Kurtovic, das waren Wochenaufgaben, die gibt es auch nicht mehr, die könnt ihr auch nicht mehr holen, wenn ihr die nicht mehr habt oder gar nicht erst habt, könnt ihr sie nicht mehr bekommen in diesem Monat, dann ist leider vorbei die Chance. Rodriguez, was hat man mit dem, das war ein, sag schnell, Squad Battles, bei Squad Battles gab es den und dann gibt es jetzt Bokum und Shang Savion, alles klar, wie wird er ausgesprochen? Siabon, Siabin, oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. 1,88 als Chinese. Mein Gott, das ist ein Riese für einen Chinese. Auf jeden Fall die beiden, ja, zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz. Die gibt es noch momentan zu bekommen. Und zwar hier bei den Wochenaufgaben. Das können wir jetzt eben kurz sehen. Tauschstädtspieler und Tauschstädtspieler 2. Habe ich auch schon ein Infovideo rausgehauen. Könnt ihr gerne auf dem Kanal abchecken. Und jetzt können wir zu der Liste unseren neuen frischen Tokenspieler Nummer 9. Wie gesagt, hinzufügen, Bronze, Erhaltungsdatum, neueste. Und da haben wir ihn, Dragan Mihailovic. Also, neunter Tokenspieler ist am Start. Siebter und achter waren hier die Wochenaufgaben. Könnt ihr, wie gesagt, noch bekommen, wenn euch die beiden fehlen, die könnt ihr noch machen. Und wie gesagt, jetzt heute die SBC neu rausgekommen. 2 Tage Zeit. Und in dem Sinne, ja, war es das von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zerstört den Like-Button, ihr wisst Bescheid. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keinen weiteren Tokenspieler vor allen Dingen verpassen wollt oder auch die nächsten Monate mit am Start sein wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen früh wieder bei der Bonaventura SPC oder halt bei den nächsten Puzzle SPC. Morgen geht es ja weiter mit der Karneval-Promo. Ich bin sehr, sehr gespannt, sehr gehypt. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.